Die nächste Lokomotive ist die E50091. Diese sechsachsige Lokomotive würde ohne den Scheier-Güterzugdienst auf der Basis der E50. Das unterschiedliche Anforderungsprofil als Güterzuglokomotive drückt sich schon in der Leistung der E50 aus. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h brachte sie es auf eine Stundenleistung von 6.100 PS. Von der Baureihe E50 wurden ab 1957 insgesamt 194 Lokomotiven gebaut und bei der Bundesbahn in Dienst gestellt. Bei der DB AG wurden die letzten Lokomotiven im Jahre 2003 ausgesetzt. Die im DB-Modell Koblenz gehaltene E50091 wird in den äußeren Zustand technisch ist sie daher sehr stark an den NECs angelegt. Verfügt allerdings über eine für ihre Anforderungen angepasste Getriebeübersetzung. Damit erreichen sie eine Stundenleistung von 5000 PS bei einer Geschwindigkeit von 110 km/h. Die Baureihe E40 wurde im Jahr 1957 in Dienst gestellt und bis 1973 durch eine Anzahl von 879 Stück. Bei der DB wurden die letzten Exemplare der zuverlässigen Baureihe nach fast 60 Jahren im Dienst des ersten Jahres 1960 sprachlos. Ich muss was trinken. Entschuldigung, also im Jahr 2016 ausgemustert. Die im DB-Museum Koblenz erhaltene 140423 präsentiert sich, wenn der Ozean blau beige geschafft hat. Thank you.